Herzlich willkommen aus dem Informationskanal der vedischen Astrologie. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu den Monatshoroskopen für Juli 2017. Ja, mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Forscher der vedischen Astrologie. Ja, bevor wir starten, zwei Minuten wichtige Informationen vorab. Und zwar Punkt 1, bitte beachten Sie, dass die Deutung anhand Ihres Aszendenten vorgenommen wird und nicht anhand Ihres Stern- oder Sonnenzeichens, wie das in der westlichen Astrologie gemacht wird. Sondern in der vedischen Astrologie ist der Aszendent wichtiger und anhand Ihres Aszendenten nehme ich die Deutung vor. Das bedeutet, Sie müssen also wissen, was Ihr Aszendent ist. Und falls Sie den nicht kennen, biete ich Ihnen gerne gratis an, dass ich Ihnen den errechne und Ihnen kurzfristig, sprich binnen einem Tages, mitteile, damit Sie wissen, ob Sie jetzt das Monatsvideo Aszendent Widder oder Aszendent Waage oder Aszendent Steinbock oder wie auch immer, was für Sie das Maßgebliche ist, denn die Deutung basiert auf Ihrem Aszendenten. Außerdem können Sie mit dem Link, der dazu unterhalb des Videos vorbereitet ist, auch Ihren Seelenplaneten gratis anfragen. Denn der beschreibt Sie in Ihrem Grundwesen, in Ihrem tiefsten Natur, ja, noch viel mehr. Und dazu gibt es auch eine einseitige Kurzbeschreibung, was der Seelenplanet bedeutet. Und die Rückmeldungen zeigen mir, dass die Leute sehr viel Freude damit haben, weil man sich wirklich darin wiederfindet. Und Sie sehen hier so ein Beispiel, was Sie hier von mir gratis auch noch bekommen können. Der Link auch dazu ist unterhalb dieses Videos vorbereitet. Dann, damit Sie mehr profitieren, wie Sie diese Deutungen hier in die Praxis bringen können anhand der Monatshoroskope, gibt es ein Video, das erläutert, wie das mit diesen Monatshoroskopen gemeint ist. Auch dazu befindet sich unterhalb des Videos ein Link für Sie vorbereitet, wo Sie sich weiter informieren können, um noch mehr von diesen Deutungen, die hier Monat für Monat gratis veröffentlicht werden, profitieren zu können. Dann drittens, ja, ich lade Sie ein, folgen Sie mir auf Facebook. Hier wird täglich die astrologische Zeitqualität gepostet. Ja, dann es gibt auch dort viele weitere Videos mit Deutungen von Prominenten, Weltgeschehen, Zeitqualität, ja, und die Geheimnisse der vedischen Astrologie. Austausch, angewandte Astrologie oder auch Hilfsmittel, wie man Einfluss nehmen kann auf die Wirkungen der Gestirne. Dazu einfach als Suchbegriff bitte eingeben, vedische Astrologie, und dann kommen Sie auch zu dieser Gruppe, ja, zu der Sie gratis beitreten können. Dann, ja, hoppla, letzter Punkt oder vorletzter Punkt, weiterhin die Möglichkeit, 30 Tage lang mal reinzuschnuppern in das Lernangebot der vedischen Astrologie. Schule und das Ganze nur für 7 €, ja, nach wie vor für Sie als Möglichkeit gegeben. Dazu einfach www.vedische-astrologie-schule.de und dann können Sie hier mal reinschnuppern, um mal zu sehen, inwieweit Sie durch die Techniken und mit den ganzen Videos, die Sie da hier als Zugang haben, ob das für Sie was wäre, diese Wissenschaft erlernen zu wollen, um dadurch die Geheimnisse Ihres Lebens und des Lebens entmystifizieren zu wollen. Ja, und letzter Punkt nur noch zur Erinnerung. Wir haben eine neue Arbeitsaufteilung, meine Frau und ich. Wenn es um Horoskope geht, ja, astrologische Analysen, macht das meine Ehefrau Brunhilde, die ebenfalls hauptberuflich vedische Astrologin ist. Und hier finden Sie den Link, ja, wenn es für Sie um Horoskope geht. Meine Arbeit ist eben das Unterrichten an der Online-Schule, die für Sie ja gerade vorgestellt wurde, und das Forschen in der vedischen Astrologie. Jetzt aber zu den Monatsdeutungen für Juli 2017.
So, dann schauen wir uns für Sie als Aszendent Wassermann den Juli 2017 genauer an. Ja, wir haben ja dazu die Monatsübersicht und hier sehen wir, dass bei Ihnen betont ist, das sechste Haus, später das siebte Haus. Ja, Sie sehen, wie hier die Sonne ja durch den Krebs läuft, später dann in den Löwen geht. Und auch Mars betont nochmal diese Häuser. So wollen wir uns primär mit den Themen Haus 6 und Haus 7 beschäftigen. Jetzt im Einzelnen starten wir gleich mal hier mit der Sonne. Und zwar ist diese bis 22. Juli im sechsten Haus. Das heißt, das sechste Haus wird dadurch wichtiger. Ihre Aufmerksamkeit geht in die Themen, für die dieses Haus steht. Nun, zum einen ist es so, dass das sechste Haus für ja, materielle Themen steht. Hier geht es um die tägliche Arbeit. Die wird jetzt für Sie wichtiger, aber jetzt nicht bezüglich Karrierehöhe oder dass Sie besonders Karriereperspektiven und Ambitionen verwirklichen wollen, sondern Ihr Interesse gilt, wie Sie Ihren Alltag, ja, sozusagen jetzt mal mehr in Ihr Bewusstsein bekommen können. Ihre Ausrichtung äußert sich deswegen so, ja, Sie müssen sich so vorstellen, das sechste Haus bringt Sie in Kontakt mit den Herausforderungen des materiellen Seins, ja. Alles, was ein bisschen mehr so einen Zwang hat, ne? Und denn damit Sie Ihren Körper erhalten können, müssen Sie in die Arbeit gehen, weil Sie müssen Geld verdienen, damit Sie was zu essen haben, um Ihre Gesundheit zu erhalten, ja. Und mit diesen Herausforderungen, ja, fühlt sie sich einfach mehr konfrontiert. Deswegen das sechste Haus, wenn Sie so wollen, in der vedischen Astrologie, ist das Haus, wo es um den materiellen Existenzkampf geht. Und da können Sie jetzt mehr hinschauen. Und mit dem materiellen Existenzkampf ist aber nicht nur die tägliche Arbeit gemeint, ja, die ja nötig ist, damit Sie Ihre Nahrung haben, damit Sie überleben können, sondern da geht es auch um das Thema Gesundheit. Und so ist dies ein guter Transit der Sonne dafür, dass Sie sich auch mehr um Ihre Gesundheit, um Ihre Vitalität, um Ihr Wohlergehen kümmern. Stellen Sie sich das auch so vor, vielleicht wird Ihnen sogar auch etwas bewusster, dass gesundheitlich etwas zu verbessern ist, weil das sechste Haus steht auch für Krankheit, ne? Jetzt haben wir die Sonne, die ja das Leben, die Gesundheit, ihren Körper repräsentiert, im Haus der Krankheit. Das muss jetzt nicht heißen, dass jetzt irgendwie was Schlimmeres zu befürchten ist, aber es rückt mehr in Ihr Bewusstsein, dass gesundheitliche Verhaltensweisen, diese in Ihren Alltag zu integrieren, einfach wichtig ist im Rahmen des materiellen Überlebenskampfes. Denn nur wenn Sie einen gesunden Körper haben, können Sie auch täglich in die Arbeit gehen, können Sie auch täglich Ihr Geld verdienen, das Sie benötigen, um sich Essen zu kaufen, Ihre Miete zu bezahlen. Ja? Und das sind einfach Themen, denen Sie sich stellen müssen. Ja? Da gibt es keine großen Ausreden oder Ausweichmöglichkeiten. Oder in Kurzform gesagt, ja, ohne Moos nichts los, ohne dass Sie sich um diese Notwendigkeiten, die zwangshaft oder zwangsweise einfach erfüllt werden müssen, kümmern, ja, können Sie sich nicht um Ihre materielle Überlebensfähigkeit, haben Sie sich nicht ausreichend darum gekümmert. Was bedeutet das? Sie werden also im Monat Juli mehr bewusst dahingehend, dass es gewisse Notwendigkeiten gibt, um die man sich einfach kümmern muss. Punkt. Und das sechste Haus ist ein sogenanntes Haus, wo es auch um Karma geht. Karma, in der Form, wo Sie auch was abtragen müssen. Bei manchen Dingen, manchen Problemen, manchen Herausforderungen, manchen Zwängen, wie zum Beispiel, dass Sie arbeiten müssen, um überleben zu können, kommen Sie nicht aus. Und es geht darum, das
an für sich mal zu akzeptieren und sich diesen Herausforderungen mit Gelassenheit und Gleichmut auch zu stellen, weil es gehört halt nun mal dazu zum Überleben auf einem materiellen Planeten. Und das Gute ist jetzt, dass sie, muss ich gerade noch schauen, wo haben wir denn den? Hier, dass auch Mars die meiste Zeit im sechsten Haus ist, ja? Denn Mars ist die Tatkraft, die Energie, die Schwierigkeiten meistern möchte und steht jetzt im Haus des Existenzkampfes zusammen mit der Sonne. Das ist doch gut. Das bedeutet, Sie können im Monat Juli als Wassermann-Aszendent Tatkraft, Handlungen, Unternehmen, Energie dafür einsetzen, wie Sie Ihre Herausforderungen, die ein materieller Existenzkampf mit sich bringt, besser bewältigen können. Das heißt, wenn es noch ungelöste Probleme gibt, ja, dann ist es sehr gut, jetzt dran zu gehen, weil Ihnen steht mehr Tatkraft und Feuer dafür zur Verfügung. Das sechste Haus, schauen Sie, ich gebe Ihnen mal ein paar andere Bedeutungen noch, ja, weil das sind so diese Probleme, diese Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Das sechste Haus steht beispielsweise für Schulden. Schulden muss ich bezahlen. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Ja? Solange ich einen Kredit habe, muss ich mein Bestmögliches tun, um die monatliche Rate zu bezahlen. Punkt. Und das ist ein Zwang, dem Sie im Rahmen des materiellen Überlebenskampfes nicht auskommen. Deswegen steht das sechste Haus für jede Verbindlichkeit oder Schuld, die Sie haben. Oder das sechste Haus steht, wie gesagt, für Krankheit. Ja? Wenn Sie Krankheit empfinden oder körperliche Schwächen, dann müssen Sie sich darum kümmern, um die Wiederherstellung der Gesundheit, weil die ist Voraussetzung, dass Sie überlebensfähig sind. Und alles, was also notwendig ist, ja, zwangsweise getan werden muss, damit Sie die Herausforderungen des materiellen Überlebens managen können, möchte von Ihnen mehr gesehen werden im Monat Juli 2017. Schulden managen, Gesundheit managen, beruflichen Alltag managen. Sprich, alles, was hier in diesen eben erwähnten Lebensbereichen als ungesehene oder noch nicht bewältigte Herausforderungen da ist, möchte jetzt angegangen werden, weil Ihnen steht das Feuer, der Mut, der Willenskraft und die Fähigkeit zur Verfügung, Herausforderungen des materiellen Seins, also Schulden, Krankheitsthemen, Feinde. Sechste Haus steht auch für Feinde, ne? Widersacher. Und zu überwinden, ja? Und auch Ihren Alltag besser zu managen. Ja, und sehen Sie das bitte auch so, dass Sie daran wachsen können. Der Mensch wächst an seinen bewältigten Aufgaben. Und das sechste Haus steht deswegen, also auch in der Bedeutung in der vedischen Astrologie, für Probleme, Hindernisse und Verzögerungen, ja, die karmisch bedingt Ihnen im Juli mehr Gegenwind bringen. Das Gute daran ist, dass Sie dadurch eine Spielwiese haben, also Rahmenbedingungen haben, sich diesen Herausforderungen zu stellen, ja. Und wenn Sie merken, dass Sie aber dann aus der inneren Stabilität kippen oder dem Problem aus dem Weg gehen oder das Problem eben nicht sofort mit Fokus und direkt und mit Mut anpacken, dann wissen Sie, dass das noch was zu lernen gibt, ja. Und insofern ist es eine große Chance für Ihre persönliche Entwicklung, im Juli dadurch zu wachsen, indem Sie besser werden, Herausforderungen zu managen, die das materielle Überleben auf einem materiellen Planeten einfach mit sich bringen. Deswegen, ja, wenn es diese Herausforderungen jetzt etwas mehr gibt, diesen Gegenwind, den Sie spüren, der da ist, der aber überwunden werden muss, ja, dann sehen Sie das als willkommene Lernaufgabe, um in Ihrer Fähigkeit, Herausforderungen managen zu können, zu wachsen, ja.
Das sechste Haus steht deswegen auch für Reparaturen, für Streit, für, ja, Sie merken leider solche tollen Themen. Aber die gute Nachricht ist, auch Mars, das ist der General, das ist die Kampfkraft, ja, ist auch im sechsten Haus. Sprich, da wo es Probleme gibt, da haben Sie auch einen Feuerlöscher jetzt. Ja. Da wo Feuer ist, da haben Sie jetzt auch einen Feuerlöscher. Und insofern ist es wieder gut und dadurch können Sie auch enorm wachsen, Ihre Persönlichkeit. Und es gibt doch auch nichts Schöneres, oder gibt schon Schöneres, aber es ist etwas sehr Schönes, wenn Sie dann das Gefühl haben, wow, ja, ich hatte zwar den Monat meinetwegen jetzt das Problem ABC, aber ich habe die drei Sachen, die wirklich große Baustellen waren, der Reihe nach angepackt, mein Bestes gegeben und ich habe es hingekriegt, ich habe es gelöst. Das ist doch ein schönes Gefühl, weil dem Problem aus dem Weg gehen oder aussitzen, ja, oder sich verzetteln, das bringt alles nichts. Lernen Sie, sich dann immer nur auf eine Sache der höchsten Priorität zu konzentrieren, was jetzt eben meinetwegen das Wichtigste ist, und dann diese Herausforderung zu managen. So, später dann im letzten Monatsdrittel gehen die beiden Planeten in das siebte Haus und da geht es dann weiter mit den Lernaufgaben, weil das Thema Partnerschaft mehr in den Fokus rückt. Ja? Das Gute ist dabei, dass sie dadurch lernen können, sich in einer Partnerschaft besser abzugrenzen, weil der Mars mit dabei ist. Gleichzeitig sollten Sie aber darauf achten, wenn Sie im letzten Monatsdrittel merken, dass das Thema Beziehungen wichtiger wird, dass Sie in einer nicht verurteilenden Art und Weise mögliche Konfliktthemen mit Ihrem Partner ja, in der entsprechenden Art und Weise austragen. Also achten Sie darauf, nicht beurteilen, nicht verurteilen, nicht angreifen, nicht verletzen, was aber leichter möglich ist, weil Sie halt auch Mars in Haus 7 haben. Bleiben Sie bei Ich-Botschaften, wie Sie sich fühlen und nicht in Du-Botschaften. Ja, für diejenigen, die nicht in einer Beziehung sind, kann sich ab den letzten 10 Tagen im Juli plus Folgewochen im August leichter eine Beziehung ergeben, weil die Sonne durch das siebte Haus, wenn sie läuft, ja, ab dem 23. Juli plus Folgewochen, eine Beziehung triggert, also manifestiert, die sich dadurch zeigen kann, dass eine Beziehung bei Ihnen entsteht, falls Sie derzeit Single sind. Dann haben wir die Venus, die meiste Zeit im fünften Haus. Ja, das gibt Ihnen eine Möglichkeit, sich spirituellen Praktiken mehr hinzugeben oder sich mehr hinzugeben an Dinge, die etwas mit Ihren Talenten zu tun haben. Gute Zeit mit Kindern, ja, unterstützt das auch. Oder es ist auch gut, sich mit Liebe und Hingabe, mit ihren Neigungen und ihrer Kreativität mehr auseinanderzusetzen. Nun haben wir noch die langsam laufenden Planeten Saturn, Rahu und Jupiter. Hier hat sich nichts verändert. Ich möchte aber gleich nochmal auf Rahu eingehen, der ja das siebte Haus betont, wo ja auch der Merkur, glaube 18 Tage sogar ist im Löwen. Der betont auch, dass bei Ihnen jetzt der Fokus seit Mai gedreht hat, mehr Beziehungsqualität in Ihrer Person zu entwickeln. Sich selber nicht mehr so wichtig zu nehmen, sondern jetzt mehr zu lernen, wie Sie ein besserer Beziehungspartner werden können. Und deswegen ist dies eine sehr gute Möglichkeit, ja, jetzt da mal genauer hinzuschauen, ja, wie sehen Sie sich denn in einer Partnerschaft? Ja, das, was an Schwächen in Ihrer Beziehung auftritt, hat was mit Ihnen zu tun, mit Ihrem inneren Spiegel. Ja, und wenn Sie in einer Beziehung leben, wo Sie der andere beleidigt, ja, dann ist es auch Ihre Verantwortung, weil Sie hätten schon längst was verändern können, ja, um sich nicht beleidigen zu lassen oder sich einen Partner zu nehmen, der Sie abwertet.
Also, es ist immer die eigene Verantwortung und Sie haben die Freiheit, Dinge so zu verändern, dass es Ihnen besser geht. Und das ist auch Ihre Aufgabe, denn es soll doch immer mehr in Richtung der Eroberung des eigenen Schicksals gehen, sprich Lebensfreude und Glückseligkeit, das sind Ihr Geburtsrecht, nur das müssen Sie sich holen. Aber nicht dadurch, indem Sie Erwartungen an den anderen haben, sondern indem Sie Ihre eigenen Schwächen anschauen. Naja, und dafür ist ja das Zeichen Wassermann prädestiniert, denn im Wassermann, ja, dem 11. Zeichen von 12, geht es um die psychologische Genesung und die Annahme der eigenen Individualität mit den eigenen Schwächen, die man aber zumindest so gemeistert hat, dass man sagt, okay, ich komme mit meinen Schwächen klar und verletze mich nicht oder andere nicht mehr damit. Ja, Jupiter in Haus 9 lässt Sie Sinn darin finden oder Freude haben, indem Sie sich mit Weisheitslehren beschäftigen, vielleicht auch dem Erforschen der Astrologie oder indem Sie sagen, ich will mich mehr mit der Wahrheitssuche beschäftigen. Ja, insofern ein sehr guter Transit. Das kann Sie auch dahin bringen, dass Sie Sinn und Freude darin finden, an Kraftorte zu reisen. Naja, und Saturn in Haus 11, ja, betont einfach nochmal die Weiterentwicklung der Wassermann-Qualitäten, dass Sie mit Ihrer Individualität mehr ins Reine kommen, sich auch mit ihren Macken annehmen, die wir ja alle haben, und ja, an ihrer psychologischen Gesundung arbeiten. Und etwas, was jetzt dazu beiträgt, ist eben der Weg in einer intensiveren Betrachtung ihrer Beziehungsfähigkeit, ja? Indem Sie mal mehr von sich selber als Beobachter wahrnehmen und mal schauen, wie Sie denn in einer Beziehung sind. Okay, das war's für Sie, Aszendent Wassermann, Juli 2017. Ja, jetzt zum Schluss nur noch mal kurz die Erinnerung der wichtigen Informationen. Achtung, die Deutung war von Ihrem Aszendenten aus. Falls Sie den nicht kennen, können Sie unterhalb des Links den gerne gratis bei mir anfragen. Oder Sie können auch Informationen bekommen gratis, welcher Planet Ihr Seelenplanet ist und was das über Ihre Persönlichkeit aussagt. Denn das ist in der vedischen Astrologie sogar wichtiger wie Sonnenzeichen und Aszendent. Dann zweitens, ja, es gibt ein Einweisungsvideo, wie Sie mehr von den Deutungen profitieren können mit Praxistipp. Auch dazu ist ein Video mit Link oder ein Link zu dem Video gleich unterhalb dieses Videos vorbereitet, dass Sie sich auch dazu anschauen können. Dann drittens die Gruppe auf Facebook. Ich lade Sie ein, folgen Sie mir täglich in Kontakt zu astrologischen Themen, vor allem aber auch zur Zeitqualität und ich glaube mittlerweile auch schon 40 Videos mit weiteren Deutungen unter Anwendung der vedischen Astrologie und vieles mehr. Bitte eingeben als Suchbegriff vedische Astrologie, dann finden Sie mich mit meiner Gruppe. Und dann haben wir noch den Testmonat der vedischen Astrologie-Schule, zu dem ich Sie natürlich weiterhin gerne einlade. 30 Tage lang für nur 7 Euro ein großes Wissensangebot zu testen mit mittlerweile 350 Lehrvideos, 2000 Seiten PDF-Dokumenten über die vedische Astrologie. Ja, ich lade Sie ein, auch diese Wissenschaft von daher mal durch diese Möglichkeit näher kennenzulernen. Und die neue Arbeitsaufteilung, sprich wenn es um Horoskope geht, meine Frau, mein Part, forschen und lehren. Ja, in dem Sinne wünsche ich Ihnen einen fantastischen, gewinnbringenden Juli 2017. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in der Beantwortung Ihrer Fragen weiterkommen. Und naja, vielleicht wäre ja die vedische Astrologie für Sie eine interessante Alternative,
um mit der Landkarte Ihres Lebens dann auch leichter Lösungen zu finden, wie Sie mehr Ihren eigenen Weg klar vor Augen sehen. Und sicherlich erreicht man das am besten, indem man selbst diese so hochinteressante Wissenschaft erlernt. Ihnen einen schönen Juli und bis Ende des Monats dann wieder, wenn es darum geht, die planetare Großwetterlage für August 2017 zu erfahren. Bis dorthin!